Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Secrets of Gwaindaea. Wieder mit den Gwaindaea. Mit Gwaindaea spielen wir auch. Gwaindcar natürlich. Was machen wir? Boss oder hier, wir hatten doch noch Leute einsammeln, glaube ich, ne? Wie findest du meinen neuen Hut hier? Ist der nicht sexy? Ja, den habe ich dir doch auf den Kopf gehauen, weil du schon wieder so frech warst. Zwischen den Folgen einfach so bam mit der Bratpfanne einen über den Kopf gezogen. Ja, zum Glück hat es dieses Mal nicht 4 Wochen gedauert. Wir nehmen ja direkt jetzt hier seit der letzten Session auf. Wir wissen nur nicht mehr, was wir das letzte Mal gemacht haben. Also nicht wundern. Doch, wir hatten die Geister hingebracht. Alle Geister. Das weiß ich noch. Und dann war die Frage gewesen. Ah, hier doch. Ach genau, Tenny steht hier rum. Nee, Professor Pine. 4113. Ah ja, genau. Was will er haben? Taschenrechner? Haben wir noch nicht. Achso. Holen wir jetzt. Ja, wo sind wir jetzt denn? Hier war doch dieser eine Raum, der noch. Hier war ich noch nie. War. Doch, hier war der Phasenmann und der Gundam. Das muss aber Monate her sein. Ja, das war ziemlich am Anfang. Das war der zweite Dungeon. Ist ja total neu hier für mich alles. Was hat denn hier? Ja, sieht für mich alles so fremd aus. Ich hoffe, wir sind richtig rumgegangen. Ich glaube schon. Ah, jetzt erinnere ich mich wieder. Hier, Computer, Knöpfe drücken. Ja. Ja. Ja, wir sind richtig. Ein Tastenfeld. Es scheint 4 Nummern zu benötigen. Die erste ist... Moment. 4, 1, 1 und 3. Ich nehme die 3. Voll die Zelda-Musik. Tannys Ticket. Ist das so korrekt? 4.10.2396. Meine geniale Studentin Tanny Hawk hat sich in den Kopf gesetzt, ihr Talent für Erforschung von Freizeitaktivitäten zu verschwenden. So ein Unsinn, dachte ich zunächst. Aber ich habe langsam meine Meinung über sie geändert. Neben all den pragmatisch trockenen Personen hier bringt sie ein wenig frischen, wertvollen Wind herein. Ich werde meine Unterstützung zeigen, indem ich für diese Phasenunternehmung an den Göttinnengipfeln stimme. Professor Pine. 10.07.2397. Nach vielen Monaten des Papierkriegs ist es mir endlich gelungen, bei der Requisitionsstelle ein Bett für mein Büro anzufordern. Jedes Mal von der Teleportationsplatte zu meiner Arbeitsstation zu laufen, hat mich seit Jahren geärgert. Ich freue mich schon auf die neu gewonnene Effizienz. Auf der negativen Seite haben sie aus irgendeinem Grund auch ein Gemälde an meiner Weide über meinem Bett aufgehängt. Ich habe sie darum gebeten, es mit etwas passenderem zu ersetzen. Vielleicht ein Bild eines nahen Korridors? Wow. Ja, das ist halt hier der Eingangsbereich, den er hier da drüber hängen hat. Ich habe auch in meinem Schlafzimmer alles Bilder hängen von meiner... Oh, lass gerade noch mal gucken, ob sich da schon was getan hat. Da könntest du da mal zeigen, was du kannst. Ja, ich muss das zeigen? Das wissen die Leute. Hier rein? Hier. Nee, ist noch nicht. Zutritt verweigert. Wie kommt man denn da rein? Später dann, Opala. Später, sagt er. Später. Muss man die Geister alle einzeln machen oder kann man nicht jetzt einfach alles auf einmal holen und dann... Ja gut, ich weiß halt auch nicht auswendig, was da alles brauchst, also... Ja, auch nicht. Ich sag mal, ich hatte vieles davon, aber gibt halt gewisse Sachen, die gehen halt erst auf.
Linge, was war es, mein Buch? Linge, was war es, mein Buch? Also ich habe noch einen Spiegel, denk dran, ne? Einen Spiegel habe ich noch. Ah, ich habe... Dieser Einband. Ah, okay, dann. Dieser Einband, er ist verstaubt, aber... Das ist mein Buch über Monsterverhalten. Das war wahrhaft wegweisende Arbeit. Wie ich die langen Forschungsnächte vermisse. Es ist eine Schande, dass sich niemand dafür interessiert. Die Leute wollen die Monster entweder umbringen oder ein Plüschtiere daraus machen. Aber ich schätze, so wird es einfach immer sein. Tiefere Vergnügen sind einigen, wenigen vorbehalten. Vielen Dank, dass ihr mich aus meiner Psychose befreit habt. Jetzt entschuldigt mich. Ich brauche einen Drink. Ich hatte gestern den ganzen Tag Halskratzen gehabt und so einen Stich in der... auf den Mandeln oder in der Kehle. Hast du die Stimme nicht warm gemacht vorm Aufnehmen? Weil ich so lange Final Fantasy 4 aufgenommen habe und das sind ja immer so viele Personen, die da reden und dann immer alle durcheinander kriegen und dies und das und immer alle so sprechen. Danach war ich aber auch echt fertig. Ich war die ganze Zeit gestern am Trinken, weil ich unbedingt dieses Kratzen weghaben wollte, weil ich dachte, mit so einem Kratz, wenn ich was trinke, geht das weg, aber eine Fehlanzeige. Nein, nicht wirklich. Da brauchst du schon extra Spray zum Beispiel, was Musiker benutzen, um die Stimme zu ölen, nenne ich es jetzt einfach mal. Das behebt das ein bisschen. Ja, was halt ganz wichtig ist, gerade wenn du lange aufnimmst oder lange streamst, mach die Stimme vorher warm. Oh ne, ich hasse den Raum. Müssen wir hier hin? Ich hab keine Ahnung. Ah, jetzt mach ich das First Fall hier, pass mal auf. Ich weiß nur, dass die Oma hinter uns herrennt. Oh, nerv mich doch jetzt nicht, am frühen Morgen. Ich mach doch gar nichts. Noch nicht. Ich mach's mir einfacher, ich gehe hier hoch. Warum hast du Hasenohren auf? Das finde ich aber gar nicht cool. Ich dachte gerade, ich habe Hallos. Hey, ist das? Ja. Hau mich um und nenn mich Sammler. Das ist die saftigste Tomate, die ich je gesehen habe. Körper, lass sie mich kosten. Körper? Wow. Noch ein Gesicht draufmalen am besten. Was soll diese Meuterei? Tschüss. Komm zurück, du Hundesohn. Das ist meine Tomate, du kopfloser, nutzloser Mistkerl. Sei verflucht. Ich werde dich finden. Ich werde dich beißen. Pass ab sofort auf deinen Rücken auf. Hörst du? Schlaf besser mit offenen Augen. Ich glaube nicht, dass dieses Ding... egal, befassen wir uns damit nicht weiter, Berger. Ihr, warum habt ihr das getan? Was? Zum ersten Mal kann ich behaupten, dass wir absolut unschuldig sind. Dieser Quatsch funktioniert bei mir nicht. Ein blinder Seemann könnte sehen, dass dieser verdammte Körper kein echtes Gespenst ist. Die Schuld liegt bei euch. Und ich würde sagen, ihr schuldet mir einen neuen Körper als Kompensation. Jetzt hör mal zu, Geisterfratze. Wir werden nicht... Keine Verhandlungen. Los jetzt, Mädchen. Mein altes Köpfchen bewegt sich nicht von selbst. Mein altes Köpfchen. Warum nur, Bike? Wir hätten ihn einfach dort liegen lassen können und uns eine Menge Ärger erspart. Na, wie auch immer. Weiter geht's. Müssen wir seinen Körper jetzt suchen? Ja, ne? Wahrscheinlich, ne? Wir gehen hier hin. Ja. Und, oh, guck mal hier, der hat keinen Kopf. Ich muss da bestimmt einen Fisch draufpacken.
Na, wenn das mal nicht ein angenehmer Körper ist, vielen Dank auch. Jetzt wird es Zeit, diesen Tomatenkopf zu finden und ihn zu zerquetschen. Aufsässiger Lümmel, was glaubst du, wo du hingehst? Die Tür ist dort. Hast du keine Augen? Lass doch einfach mich lenken, du dummes Ding. voll so Beyblade-mäßig. Ja, einfach schön, oder? Oh, Muttchen ist noch bei uns. Ja, was will Mutter denn? Ja, die sucht ihren so. Alten. Mutter, was willst du? Die Mutter. Die will dir den Hintern versohlen. Meine Liebste, wie lange ist es her? Es kommt mir wie 1000 Jahre vor. Oh, das kann nicht sein, Liebster. Du bist nicht einen Tag älter geworden. Genauso wenig wie du, mein Honigkuchen. Du siehst genauso aus wie damals als... Also gut, das reicht jetzt. Hebt es euch für die Party oben auf. Party? Hoho. Für ein altes, klappriges Pärchen wie uns? Klapprig? Wir? Niemals! Wir nehmen diese Party auseinander und wir tanzen uns die ganze Nacht über die Füße platt! Hohoho, Pia, du Tier! 3 Tage wach! Ja. Beutel wieder der Beste hier! Ist Hans Frühlingsbohnen? Ach, du machst schon, okay. Oh, dieser Geruch! Ah, es riecht! Dieser Geruch! Es ist die Essenz des Frühlings. Wow, das hat mal so richtig durchgezogen. Jetzt geht es endlich so los. Party. Party. Zur Party. 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 Haben wir die Party überhaupt erwähnt? Ja, da, Köpfchen. Ich will, die gucken wir uns an, wenn wir durch sind, ne? Okay. Guck mal, hier ist Nase. Irgendwas läuft doch verkehrt, dass du Hasenohren auf hast und ich nur so ein blödes Hühnchen. Ja, wenn du sowas Cooles nicht hast. Irgendwas läuft doch verkehrt. Ich habe immer Schwierigkeiten, die Leute anzuquatschen. Wieder besoffen. Dieses Stück Papier. Ich. Tanny, jetzt erinnere ich mich. Ich bin Professor Peter Pine. Ich war auf dem Weg zu den Händlerinseln, um den Phasenkunstlauf zu verbreiten. Aber ein seltsames Fieber ging in diesem Schiff um. Mein Instrument empfing einen dimensionalen Riss. Danach erinnere ich mich an nichts. Ich kann nur annehmen, dass ich gestorben bin und als Geist in dieser Welt verweile. Wie interessant. Mir macht es seltsamerweise wenig aus, aber es macht mich unendlich traurig, dass mein Tod wohl auch den des Phasenkunstlaufs bedeutete. Tatsächlich würde es dich vielleicht freuen zu hören, dass der Phasenkunstlauf in letzter Zeit eine kleine Wiederbelebung erfuhr. Tatsächlich sind diese Kinder die bereits echte Champions darin. Wirklich? Das ist praktisch ein Wunder. Ja, du hast recht. Dieses Wissen macht mich sehr glücklich. Vielen Dank. Dank uns, indem du zur Lounge rüberschwebst, ja? Wir versuchen gerade dort eine kleine Party steigen zu lassen. Oh, ich wollte eigentlich diese Maschinen wieder in Gang bringen, aber vielleicht wäre ein Getränk auch nicht schlecht. Dann mal los. Dann passt aber irgendwie nicht zum Beutel, ne? So dieses, hier, komm, wir wollen ja, einen das Beutel. Ja, das stimmt nicht mit dir. Aber obwohl, er kann sich selbst beweihräuchern, das ist dann schon eigentlich wieder okay. Erinnere dich an das Design. Achso, ja, hier, Spiegel, ne? Achso, mach schon. Oh, nee, das die ist... wollte den Kimono aus ihrer Heimat haben. Es ist einer von
Nuddles Kimonos. Ich hätte nie gedacht, noch einmal einen davon zu Gesicht zu bekommen. Der hier scheint ein wenig ungewöhnlich zu sein. Aber die grundlegenden Nähmethoden sind absolut makellos. Vielen Dank, dass ihr... Nein, das heißt Nähmethoden. Was? Nähmethoden. Das ist, wenn du deine Hoden in Met hängst und denkst, nee, das ist nichts für mich. Ja, das sind Met-Hoden. Das steht noch auf meiner To-Do-Liste, was ich noch in den nächsten 3 Jahren machen wollte. Da kam ich noch nicht zu. Vielen Dank, dass ihr mir gezeigt habt. Das erinnerte mich an etwas in mir, von dem ich schon dachte, ich hätte es endgültig verloren. Kein Problem. Wenn du jetzt bitte noch ins Foyer rüberschweben würdest und da an der Party teilnimmst, wäre das super. Oh, eine Party? Ja, einige Personen zu treffen klingt eigentlich wirklich gut. Die Frage ist nur, mit was man sie trifft. Wie sehr es weh tut. Oh. Er will Spiegel. Sie will sprechen. Sie. Wo haben wir den denn? Jetzt bin ich aber hier mal dran. Ha, da. Bitteschön. Did you adjust my gender? Oh, was ist? Dieses blasse Visage. Kann das sein? War es denn kein Traum? Ich bin wirklich ein Geist? Das ist... wie großartig! Meine unvergleichliche Schönheit wird auf alle Ewigkeit erhalten bleiben. Ich danke dir, Kleine. Meine Reflexion ist wahrhaft das großartigste aller Geschenke. Wenn du mein wunderschönes Gesicht vermissen solltest, findest du mich im großen Saal. Welch Ort ist sonst meiner Präsenz wert? Aber ja, es euch gefällt. Ob es euch gefällt oder nicht, das ist die Art von Vertrauen, die euch die Welt zu Füßen legt. Was wäre, was für ein Ort wäre ihr würdig mit einem, das ist noch ein Geist, mit einer wunderschönen Schönheit im Gesicht? Natürlich das Bordell. was will er? Ein Pilz wahrscheinlich. Ah ja, ich weiß, was es war. Phasenresequenzierer. Nicht das Ding, was so richtig hart war zu kriegen. Nicht möglich, das ist aber wie. Ich habe dieses Ding in Stücke geteilt und sie dort versteckt, wo sie nur ein wahrer Meister des Phasenkunstlaufs finden könnte. Du bist ein Champion des Phasenkunstlaufs? Das ist unglaublich toll. Ich hatte Angst, dass der Sport vergessen werden würde. Aber hier steht ein Champion vor mir. Darf ich fragen, wie lange bin ich bereits so? Um die 1000 Jahre rum. Wow, in 1000 Jahren kann ein Kind also meinen superschweren Kurs beenden? Phasenkunstlauf muss dann total populär sein. Sicher. Man redet über nichts anderes. Mann, das ist ja Wahnsinn. Wow. Jetzt brauche ich erstmal ein Dueling. Vielen Dank, dass ihr mich aufgeweckt habt. Was meint er? Welches Ding meint er denn nochmal? Dieses Amulett in diesem superschweren Phasengedöns. Wo du so viel geflucht hast. Ich fluche bei jedem Rätsel. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, da hinten war sogar keiner mehr. Ja, dann bin ich wieder hier. Wenn ich jetzt wieder zurück muss, ne, dann ist was los, mein Kind. Da ist was los. Nee, halt, falsch. Wird man irgendwie Bescheid wissen, wenn man alle Geister hat? Ja, das sagt dir dann Mixer. Das sagt mir dann Mixer? Nee, Mixer ist down. Vor allem, wenn du jetzt hier umschaltest, siehst du hier jetzt auch Geister. Haben wir die vorher nicht gesehen? Nein, wir haben ja jetzt erst das Ding bekommen. Stimmt, ja. Den hast du gesprochen hier. Dieser wunderbare... Ich weiß aber nicht mehr wie... dieser wunderbare Geschmack. Ich frage mich, ob ich jemals wieder so etwas kosten muss. Weil es war... wieder etwas kosten werde. Oh, ich brauche das nicht. Was braucht er denn? Wir hatten irgendwo in dem Geisterschiff rumgefunden. Ah ja, hier, leer Rumbuttel. Nee, Quatsch, das war die. Hast du den Rum noch? Ich gucke. Mal gucken, wie der Rum überhaupt aussieht. Oh,
wie eine Flasche. Also wenn wir Super Mario finden, ich hab noch den Stern. Ja, habe ich. Oh, du meine Güte, dieser Geruch, ist das rum? Oh. Oh, diese Flasche muss 1000 Jahre lang gereift sein. Genau wie dieses Allee. Ey. Oh, oh. Fängt das schon wieder an. Lass mich einen Schluck probieren. Schnell. Auf Ex. Oh, das ist... Das müsste eigentlich unten alles wieder raustropfen. Runterfließen. Seine reichhaltige Komplexität entschlüsselt die Mysterien des Universums. Es ist wie... Was passiert denn jetzt? Tod. Weg. Was? Ja, wir haben ihn erlöst. Nicht zur Party eingeladen. Ey, du kannst mir der Flasche zuhauen. Ja. Ey, ich komm mit meinem Komet da nicht hin. Lassend. Ich glaube, das waren so ziemlich alle. Hey, aber nee, hier ist halt noch so ein Mädchen. Guck mal, hier ist noch so ein Mädchen. Ja, ja, die lässt nur den einen oder anderen Spruch los. Ich weiß gar nicht, ich war selbst noch nicht überall. Aber zum Beispiel, wenn du dich noch an die beiden Kinder im Wald erinnerst, die siehst du zum Beispiel, wenn du die mit dieser Schattenbrille anguckst als Dämonen. Das war halt auch so dieses, okay. Oh, hier. Ich will den Hund. Oh, der erinnert mich voll an Luigi's Mansion, an den Geisterköter. Was ist, wenn man in die Vergangenheit geht und dann durch die Schattenbrille guckt? Keine Ahnung. Wir können ja nicht mehr wechseln. Achso. Die Risse sind ja kollabiert. The Lost Ship. Stand die Frau da oben schon immer? Ja, das ist Dr. Spengler. Ja, aber die stand auch nicht da. Ja, aber die steht ja nicht normalerweise da oben. Doch. Nee, die stand normalerweise irgendwo oben rechts in irgendeinem Raum. Nein. Das war prinzipiell oben rechts der Raum. Nee, in so einem langen Raum wie dieser und dann ungefähr auf dieser Höhe hier. Aber ich bin sowas von sicher. Ich wollte dich nur noch mal schocken, hier müssen wir gar nicht hin. Alles gut, ich bin. Verprügel dich mit meiner Karotte, frisst immer schön Vitamine. Vitamins. Ich glaube, wir haben alle. Werden wir ja erfahren. Sie wird ja sagen, oh, ihr habt alle eingeladen. Oder so, ne? Es wird hier schon lebhafter. Rein metaphorisch gesprochen natürlich. Ich habe etwas gefunden, das ich euch als Dankeschön überlassen will. Es ist eine Fischtrophäe, die an eine Wand gehängt werden kann. Leider ist der Fisch selbst verrottet, aber... Es ist immerhin etwas richtig, oder? Hey, danke. Gute Arbeit. So viele Leute hierher gekommen. Es ist fast eine echte Party. Hier nehmt dieses Ding. Es ist, naja. Ich hoffe, ihr habt keine Angst vor Spinnen. Doch, renn, lauf, schnell, weg. Die sieht aus wie ein Arschloch. Wie so die Poperze so. Dank euch ist es hier brechend voll, genau wie früher. Vielen Dank, wirklich. Ich werde sicher gehen, mit allen zu reden, damit niemand vergisst, wer er ist. Was eure Belohnung angeht, nehmt dieses Holzbein. Ein mysteriöser Pirat hat es hier gelassen, als wir alle noch lebendig waren.
Zwei Fragen. Erstens, wie genau vergisst jemand sein eigenes Bein? Rum. Eine ganze Menge Rum. Sicher, hätte ich mir denken können. Was die zweite Frage angeht. Ein Holzbein! Erster! Hast du denn eine Ahnung, was für eine Arbeit es war, diese ganzen Geister zusammenzubringen? Naja, ich meine, was habt ihr erwartet? Ich wäre ein toter Barkeeper, nicht der Großkanzler. Wie auch immer. Jetzt, da hier so viele Leute sind, wäre es nicht richtig, Captain Bones außen vor zu lassen? Klar, er war recht nervig, als ich die Einzige war, mit der er reden konnte, aber jetzt kann er ein Dutzend Leuten auf die Nerven gehen. Er ist wahrscheinlich immer noch in der Kapitänskajüte. Würdet ihr ihn für mich holen? Oh, der hat sogar Magieangriff. An, das hat ganz gute Werte. Ja, sehe ich gerade. Oh, die Musik ist ja schön. Der Soundtrack von dem Spiel hier ist der Burner. Deswegen benutze ich aktuell auch das Holzbein. Das schießt auch ein bisschen. Angriffsgeschwindigkeit ist geil. Angriffsgeschwindigkeit ist geil? Guck mich mal an, ich Oma. Ich hab das geskillt, die Angriffsgeschwindigkeit. Deswegen kann ich ja hier so zuhauen wie so ein Gaskranker. Aber wie lange haben wir noch für die Folge? Gar nicht mehr. Ja, dann passt jetzt auch ganz gut. Dann gibt's in der nächsten Folge voraussichtlich das Finale. Voraussichtlich. Ob es das sein wird, das erfahren wir nur, wenn ihr übermorgen wieder einschaltet werdet. Wir sehen uns. Bis dahin. Tschüss. Und wir in 4 Wochen wieder aufnehmen. Macht's gut.